Ich gebe ja gerne und offen zu, dass ich ein absolutes Sommerkind bin. Ich liebe den Sommer und ganz ehrlich, für mich kann es eigentlich kaum heiß genug sein. Das Problem ist nur, genießt man 35 Grad von mir aus in Ägypten oder irgendwo im Süden Europas, ist das eine sehr angenehme Hitze, eine sehr trockene Hitze. Wenn bei uns in Deutschland die Temperaturen über maximal die 28 Grad Marke steigen, wird es so drückend, so unangenehm und so schwül bei uns, dass man sich eigentlich fast nur noch in klimatisierten Räumen aufhalten möchte. So geht es mir ehrlich gesagt auch. Das Problem ist nur, normale Klimaanlagen verschlingen tatsächlich ein unglaubliches Potenzial an Kohle. Da geht eigentlich alles an Energie drauf, was man vielleicht an anderer Stelle im Laufe des Jahres so einspart. Und genau deswegen möchten wir Ihnen ein hocheffizientes, kostensparendes und vor allen Dingen sehr schick aussehendes Teil anbieten, eine Klimaanlage anbieten, die Ihnen sicherlich die Sommermonate mit dann doch hoffentlich vernünftigen Temperaturen, zumindest in Ihrer Wohnung, im Schlafzimmer oder dort, wo Sie sich aufhalten, um ein Vielfaches angenehmer erscheinen lassen. Der Kai ist mit dabei und Kai, ich bin hier in der klimatisierten Zone. Bei dir ist es noch richtig heiß. Bei mir ist es richtig heiß und vor allem überlegen Sie jetzt auch mal, wenn die Situation da sein sollte, dass in den Dachgeschosswohnungen haben. Ja, oder vielleicht ein Giebel oder so. Ich merke das bei mir im Sommer immer, wenn es dann warm wird, dann möchte ich mich eigentlich die oberen Etagen gar nicht mehr bewegen, weil es ist so brüllheiß da oben. Und wenn wir jetzt einfach sagen, wir haben für Sie eine mobile Lösung, die ich in jedem Raum nutzen kann, wo ich es gerade benötige, dann haben wir natürlich den Riesenvorteil zu sagen, hier mit unserer Monoblock-Klimaanlage Ihnen was anbieten zu können, was vor allem von der Energieeffizienzklasse tatsächlich ein klassisches A ist, um da auch wirklich Strom sparen zu können. Wir haben die letztes Jahr schon mal zum Sommer vorgestellt. Wir können sie Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich gehe jetzt mal rüber zu Carsten, weil die klein und kompakt ist. Super. Und gerade eben abends zum Beispiel, wenn die ganze Bude so richtig steht vor Hitze und Sie auch mit Lüften nicht mehr hinterherkommen, Fenster zu, Schlafzimmer runterkühlen, ist so effektiv, weil man dann wirklich nachts schlafen kann. Was habe ich nachts bei mir oben in der Bude schon gelegen und habe durchgeschwitzt und bin am nächsten Morgen völlig groggy in den neuen Tag gegangen, weil ich einfach, zweieinhalb Stunden Schlaf bekommen habe, weil es einfach zu heiß und zu drückend war. Das ist widerlich, wenn du in deinem eigenen Saft liegst und das wirklich über Stunden hinweg, ist das eine blanke Katastrophe. Ja. Ich sag mal, ein klassischer Ventilator, wenn du sowieso schon angeschwitzt bist, da ist die Erkältung wieder vorprogrammiert. Ganz genau. Dann lieber eine vernünftige Klimaanlage und zwar bitte eine, die sie nicht aufgrund des Getöses, aufgrund des Gerappels und des der Geräuschentwicklung fünfmal in der Nacht aus dem Schlaf reißt. Das muss eine vernünftige Klimaanlage sein, die Ihnen A, die Temperatur bietet, die Sie zum erholsamen Schlaf haben wollen oder auch für einen vernünftigen Aufenthalt in einem Raum. Funktioniert natürlich auch tagsüber. Und zum anderen muss das Gerät so leise sein, dass Sie immer noch entspannt schlafen können und nicht das Gefühl haben, Ihnen fährt andauernd ein D-Zug durch das Schlafzimmer hindurch. Und genau so etwas haben wir hier. Und ich gebe ruhig mal etwas näher ran mit meinem Mikrofon. Von der Geräuschentwicklung völlig in Ordnung. Das sind um die 55 Dezibel. Das ist völlig okay. Das Schöne ist, dass hier vorne, ich habe nämlich zwei Kühlstufen und zwei Ventilationsstufen, ich mir natürlich ideal meinen Kühlbereich einstellen kann. Das übrigens bei Größen von den Räumen bis 80 Quadratmeter. Das heißt, wenn Sie jetzt einen großen Wohn- und Essbereich haben im Sommer, wo Sie sagen, mir knallt nachmittags über die Südsonne einfach die Sonne so rein, dass sich das abends aufheizt, kein Problem. Ist auf Rollen, kann ich natürlich auch jederzeit wunderbar bewegen, das ganze Ding. Das heißt, in jeden Raum mitnehmen, in dem ich es benötige. Nachmittags runterkühlen zu Hause, wenn Sie vielleicht nach der Arbeit nach Hause kommen, da vielleicht temperierte und klimatisierte Räume haben, dann in so eine Bude kommen, wo alles steht, dann schmeißen Sie die Klimaanlage an und innerhalb von einer Viertelstunde bis einer halben Stunde haben Sie endlich mal so angenehmes Klima zu Hause, dass Sie sagen können, super. Und ein Vorteil, den ich sehe, ist, Sie können die an- und ausmachen, was und wann Sie wollen. Ich habe immer das Problem in Hotelzimmern. Du kommst da rein und dann ist die zentral geschaltet und läuft die ganze Nacht. Ich habe am nächsten Morgen total trockene Schleimhäute, habe total mies geschlafen, weil es einfach zu kalt ist und zu trockene Luft ist auch nichts. Hier haben Sie die Möglichkeit zu sagen, wenn es gut ist, ist es gut, mache ich die wieder aus. Ja, ganz genau. Übrigens, der Grund, warum das natürlich also auch von der Geräuschentwicklung und auch von der Energieeffizienzklasse auf A eingestuft wird, besser geht es nicht, das ist ja deutlich aufgedruckt, kommt natürlich noch dazu, dass wir ein selbst evaporierendes System haben. Das heißt, das kondensierte Wasser wird zur Kühlung des eigentlichen Kondensators benutzt. Das heißt, es ist also ein bestehender, geschlossener Kreislauf in sich. Und das macht natürlich dieses Gerät auch alleine von der Energieverwertung her ganz klar zu einem richtig grünen Gerät, was wir hier haben. Irgendwo muss natürlich die warme Luft hin, das ist ganz klar. Und deswegen haben wir diesen Schlauch hier, der alleine wäre ein bisschen knapp, oder? Ein halber Meter Schlauch reicht nicht wirklich. Nee. So.
So schnell machen wir aus einem kleinen halben Meter einen Meter 50, ausgesprochen flexibel. Und das, was hier mitunter ein Stück weit so klingt, als würde ich es kaputt machen, ist völlig normal. Das ist hier so eine Art Ziehharmonika-Mechanismus. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Das erste ist ein Loch in der Wand. Wäre natürlich klasse, wenn Sie da mit Ihrem Vermieter einen guten Draht haben. Der freut sich ganz bestimmt, wenn Sie da mal eben ein 30 cm großes Loch in die Wand machen. Einfacher ist es natürlich, wenn Sie das Fenster kippen und den Schlauch einfach nach draußen durchführen. Macht natürlich nur wenig Sinn, weil der Rest natürlich dann offen ist. Deswegen haben wir da also auch noch eine Sicherheitsklappe, eine flexible, die wir auch noch anbieten können. Die können Sie natürlich dann im Callcenter auch mal nachfragen. Das ist ganz toll gemacht, ist flexibel. Und das Schöne finde ich auch, Sie können es natürlich wirklich so machen, dass Sie den Schlauch einfach aus der Balkontür rauslegen. Weil was hier eben auch wirklich rausgepustet wird an Luft, wird auch natürlich den Außenbereich an Ihrem Balkon noch ein bisschen mitkühlen. Ja, hier kommt brutal warme Luft raus. Wahnsinn, wie ein Föhn. Und hier kommt richtig schöne kalte Luft raus. Und das ist genau der Punkt. Ja. Die Hitze, die Warmluft wird hier durch den Abluftschlauch, ähnlich übrigens wie bei einem ganz klassischen System von einem Kondenstrockner, wo Sie dann hier einfach Ihren Schlauch auch irgendwo raustun müssen, natürlich genauso funktionierend aufgenommen. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Und natürlich auch der Vorteil, es ist leicht, kompakt. Ich habe zwei schöne Griffe dran, mit denen ich dann jederzeit, Carsten, zeig mal, wie man den Fuß quasi. Mal wieder klein. Sieht bestimmt lustig aus, wie ich hier hänge. Und mich kühlt hier wirklich hervorragend angenehme kalte Luft an. Und natürlich zwei Griffe, um sagen zu können, so, wo schiebe ich den Kollegen denn hin, wenn ich ihn brauche? Ja. Ja? Wir schauen uns mal ganz kurz die Anschlüsse im vorderen Teil an. Natürlich können Sie die Richtung der kalten Luft auch ganz klar beeinflussen, indem Sie einfach sagen, das geht jetzt mehr so in die Decke hinein. Ich persönlich würde es also immer ein Stück weit auf den Boden machen, weil warme Luft zieht immer nach oben. Das heißt, die kühle Luft kommt also von unten nach oben und wird den ganzen Raum wirklich erfrischen. Wenn wir mal ein Stück höher kommen, dann werden wir hier die Anschlüsse kennenlernen. Und das ist eigentlich denkbar einfach. Das heißt, wir haben zwei Geschwindigkeitsstufen für den klassischen Ventilator. Schnell und nicht so schnell. Und wir haben zwei Kühlstufen. Sehr viel mehr gibt es auch nicht, was man hier noch großartig einstellen kann. Sehr viel mehr braucht man aber auch nicht. Warte, ich klappe es mal um, damit Sie vielleicht mal besser gucken können. Schau mal, da haben wir es ganz deutlich im Bild. Ja, also zwei Kühlstufen und zwei Geschwindigkeitsstufen runden die ganze Geschichte ab. Ich würde Ihnen empfehlen, vielleicht nachts nicht immer auf volle Pulle laufen zu lassen. Da vielleicht auf der kleinen Stufe wäre man natürlich tagsüber. Und ich weiß genau, wovon du redest. 8 Jahre Kölner Barbarossa-Platz unterm Dach. Wenn man da teilweise in die Bude reinkommt, nach 8 Stunden, am besten auf Südseite, die Dachfenster alles rein. Da ist eine Luft. Machen wir erstmal die Tür auf und so schnell können Sie die Fenster gar nicht aufreißen. Das ist, kommt da von draußen auch keine Erfrischung rein. Bei 28 Grad ist es draußen fast noch wärmer als drin. Also es ist unangenehm und da ist so ein kleines Gerät ausgesprochen angenehm, um einfach mal so den Tag, den Abend zu überleben und eben entspannt zu schlafen und morgens nicht aufzuwachen, als hätte ich einen Bus angefahren. Kleine Information für Sie übrigens. Wir verwenden hier in unseren Studios diese Klimaanlage übrigens auch, weil bei uns in den Sommermonaten aufgrund der Strahler kommen wir hier teilweise mal für Sie, wie das denn hier so läuft, teilweise auf 34, 36, 37 Grad in unseren Studios. Wir haben zwar eine laufende Klimaanlage, aber um einfach mal runterzukühlen, wenn es knallerheiß ist, verwenden wir diese Klimaanlage bei uns in den Studios auch, weil sie eben so flexibel ist, dass ich sie von einem in den anderen Raum schieben kann. Und das ist eine ganz tolle Lösung. Vielleicht natürlich auch für Büroräume, wo Sie im Sommer sagen, wir haben keine Klimaanlage. Lüften macht mit dem Fenster aufmachen auch keinen Sinn. Bis 80 Quadratmeter schafft die ohne Probleme. Bei uns ist es jetzt wirklich schon so, dass es hier im Studio richtig angenehm runterkühlt. Und es kommen hier so gefühlte 18, 19 Grad, kommen wir ohne Probleme raus. Perfekt. Also ausgesprochen angenehm, gerade bei großen Räumen, gerade auch bei offenen Wohnräumen und dergleichen. Da kann man natürlich auch so eine Klimaanlage ohne weiteres mal im Wohnraum stehen lassen. Natürlich kommt die kühle Luft dann also auch durch die anderen Räumlichkeiten hindurch. Wenn Sie vielleicht auch sagen, Mensch, im Schlafzimmer möchte ich so ein Teil vielleicht nicht unbedingt stehen haben, dann machen Sie es einfach ins Wohnzimmer, drehen es vielleicht so ein Stück weit in den Türbereich Ihres Schlafzimmers hinein, dann kommt immer eine kühle Brise. Denn was bringt es Ihnen, wenn Sie im Sommer tatsächlich alle Fenster aufreißen, auf Durchzug schalten wollen, wenn draußen kein Lüftchen geht? Ja? Dann steht die Luft, dann tut sich gar nichts mehr und auch ein Ventilator wird die warme Luft wahrscheinlich einfach nur umrühren, aber bestimmt keine frische Brise erzeugen können. Hier haben Sie immer genau die Temperatur, die Sie haben möchten, können entspannt den Abend angehen, den Tag natürlich auch, ist auch perfekt fürs Büro geeignet und natürlich auch in der Nacht entspannt schlafen. Das ist genau das Gleiche wie im Auto auch. Im Auto sagt man immer, naja, die Klimaanlage 3 bis 3,5 Grad niedriger als die Außentemperatur. Ja. Ich kann mich an so Sommer erinnern wie letztes Jahr, wenn ich dann von hier aus abends, ungelogen, um 9:30 Uhr in Freiburg weggefahren bin und es draußen drückende 32 Grad um die Uhrzeit noch waren. Ja. Da macht das natürlich auch keinen Sinn, meine Klimaanlage dann auf 29 Grad zu stellen, weil sie völlig im Auto wegschwimmen. Aber dann ist eine Klimaanlage auch natürlich
stressabbauend. Und das ist ganz wichtig, wenn Sie zum Beispiel abends noch zu Hause arbeiten müssen und es ist einfach so eine Bullenhitze, dass Sie sich nicht mehr konzentrieren können, ist natürlich so eine mobile Klimaanlage eine ganz tolle Möglichkeit, weil ich innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten mal so dieses, oh, dieses Durchschnaufgefühl endlich mal kriegen kann, weil die Hitze nicht den ganzen Tag einen so kirre macht. Da werde ich nie vergessen, habe ich irgendwann mal mit drei guten Freunden vor vielen Jahren mal einen Urlaub in der Türkei gemacht. Das war leider im August. Also Temperaturen um die gefühlt 40, 42 Grad. Das heißt, man ist natürlich dann in sein Zimmer gegangen, hat sich dann geduscht, um diesen unangenehmen Schweiß einfach mal loszuwerden, hat sich dann gerichtet und gestylt und was ich da alles gemacht haben. Und sobald man dann die Tür aufgemacht hat, hatte ich das Gefühl, der haut einer mit der Schippe vor den Kopf, so heiß war das. Innerhalb von Sekundenbruchteilen merkte ich, wie mir dann schon langsam der Schweiß wieder den Rücken runterging. Auf der Stirn und auf der Oberlippe perlt es sich bei mir immer. Daran sieht man immer, wenn mir heiß ist, gerade auf der Oberlippe ist es unangenehm. Und das hat überhaupt nichts mehr mit Entspannung zu tun. Genauso ist es zu Hause auch. Du hast einen Termin, einen wichtigen, oder hast vielleicht ein Date oder hast einfach was vor am Abend. Dann kommen sie aus der Dusche raus und sobald sie zur Haustür raus sind, haben sie dann wieder die 28, 30 Grad und stehen dann schon wieder komplett im eigenen Saft. Dann doch lieber vernünftig vorbereiten hier in einem angenehmen Klima und schon kann man solche Unternehmungen dann auch wieder etwas entspannter angehen. Und da finde ich vor allem aufgrund des Verlängerungsschlauches, der bei einer portablen Dusche nötig wäre, natürlich hier unsere portable Klimaanlage, weil da brauchen sie bloß eine Steckdose für zu Hause, wesentlich einfacher und kostensparender. Und jetzt kommen wir mal auf den Punkt, normalerweise sind solche mobilen Klimaanlagen nicht gerade wirklich günstig. Auch da habe ich mal Vergleiche gezogen und mal bei günstiger bei Google mal geschaut. Es ist tatsächlich so, für normalerweise diese Größen von Klimaanlagen sind sie 600 bis 1400 Euro fällig. Ja, so, hier machen wir das für einfach mal unter 270 Euro, liebe Leute. Ja, und das jetzt auf die Zeit, wo es warm wird, ist das das Beste an Investitionen, was ich zu Hause machen kann. Und wie gesagt, mit Energieeffizienzklasse A, und Sie werden sie ja nicht tagelang laufen lassen, haben Sie die Möglichkeit, jederzeit auf ein Wohlfühlklima zu Hause runterzukommen. Ganz genau so ist das. Ich habe hier mal geguckt, maximaler Luftdurchlass sind 360 Kubikmeter pro Stunde. Ja. Kühlkapazität liegt hier bei 2,6 kW, das ist also wirklich fast nichts. Leistungsaufnahme 1050 Watt. Was ich Ihnen ganz gerne jetzt an dieser Stelle noch mal zeigen möchte, ist dieser flexible Schlauch, wo natürlich dann irgendwo die warme Luft dann auch nach draußen transportiert werden soll. Wenn Sie jetzt denken, der ist aber mit einem halben Meter oder 30, 40 Zentimeter reichlich knapp. Den kann man wirklich flexibel bedienen und ausziehen. Hältst du mir gerade noch mal die Klimaanlage fest? So. Wupp. So, und schon ist er flexibel. Das heißt, man kann den jetzt hier auch ohne weiteres mal aus dem Dachfenster raushängen lassen oder durch eine Balkontür, durch ein geöffnetes Fenster und dergleichen. Oder Sie machen sich natürlich die Mühe, bei einem Eigenheim würde ich das übrigens machen, ein Loch durch die Wand bohren. Passen Sie bitte auf, dass Sie keine Leitungen oder Wasserzuläufe oder was erwischen. Aber das hat man in der Regel in seinen Unterlagen und dann hat man das durch, dann versiegelt man das oben und schon ist die ganze Thematik vom Tisch. Ja, kann man also mehr oder weniger als festen Einbau verwenden, wobei sie natürlich durch die vier Rollen so flexibel ist, dass Sie sie jederzeit auch mal von einem Raum zum anderen bewegen können, zum Beispiel vom Wohnraum in den Schlafbereich oder auch abends zum Essen von mir aus mal in die Küche hinein. Ja? Kleiner Tipp übrigens, wenn Sie jetzt sagen, ja Moment, 360 Kubikmeter in der Stunde, wie viel ist das denn? Ganz einfach, ein Raum von 10 mal 10 Metern Fläche sind 100 Quadratmeter mal 3,60 Meter Raumhöhe. Da können Sie sich ungefähr vorstellen, wie effektiv Sie kleine normale Wohnräume, ein Schlafzimmer 14, 16 Quadratmeter oder auch mal ein Wohnzimmer 20, 22 Quadratmetern effektiv runterkühlen können oder eben, wie du es gerade gesagt hast, passend so in den Hausgang stellen, dass alle Räume einfach frische Luft kriegen. Dann haben Sie nämlich ohne Probleme mal eine Zweizimmer, eine Dreizimmerwohnung in, ich würde mal sagen, 1,5 bis 2 Stunden auf angenehmstem Klima unten und können dann vor allem sagen, so, es reicht jetzt, machen das Ding aus. Wichtig ist, dass diese Stauhitze als allererstes mal aus so einer Wohnung rauskommt. Und da ist eben diese kleine mobile Anlage wirklich absolut dann zu empfehlen. Bei uns ist es so, das eine Studio hat 80 Quadratmeter, das andere hat 120 Quadratmeter. Wir kriegen es hier wunderbar runtergekühlt und ich sage Ihnen, es ist seit Tagen mal wieder eine ganz angenehme Art und Weise, hier so eine Sendung zu moderieren, weil wir eben die Klimaanlage hier am Laufen haben. So, jetzt zeige ich Ihnen gerade mal eben hier die Geräuschentwicklung. Wir haben von 55 Dezibel gesprochen. Das würde ich nicht als flüsterleise bezeichnen, aber trotzdem ist das eine Geräuschentwicklung, die mich persönlich auch durch dieses ganz dezente Surren jetzt in meinem Schlaf wahrscheinlich nicht beeinträchtigen würde. Ich glaube, da hätte selbst meine Frau keine Probleme mit. Du kannst es ja ausmachen. Ist ja egal. Wenn es runtergekühlt ist, machst du es einfach aus. Oder lässt es eben, sagen wir es doch so, auf der kleineren Stufe laufen. Ja. Dann ist er eben auch noch ein bisschen leiser. Du kannst ja die Temperatur hier mit minimal und maximal einstellen. Oder du machst einfach den Luftzug. Der reicht ja eigentlich auch schon zum Schlafen ganz für die genau.
nachts ist vollkommen ausreichend. MC 35, 36 und die 569 ist jetzt endlich mal eine portable und kleine leistungsstarke Lösung, um Ihnen zu Hause in die Sommermonate rein das Klima so angenehm wie möglich zu machen. Tipp noch, Kinderzimmer zum Beispiel. Der Stress ist sofort vorbei, die Kinder können schlafen. Also ran ans Telefon, bestellen Sie sich das Ding, ne? Den möchte ich haben hier. Der macht sich bestimmt gut in unserem Wohnzimmer. Den nehme ich mit.